Hallöchen, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um ein etwas anderes Thema, welches... Warum um neun? Ich wollte jemanden anrufen. Mist. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Thema Schwangerschaft und ich habe ja auch schon öfter angesprochen, dass ich Hormontherapien gemacht habe, dass ich es nicht leicht hatte, schwanger zu werden. Das habe ich auch schon gesagt. Und was ich auch ganz deutlich machen möchte, ist, dass ich den Mädels, die da draußen schon lange probieren, einfach Hoffnung machen will. Ich bin nicht dafür da, um meinen Bauch dauernd in die Kamera zu strecken, weil ich das durchgemacht habe. Und ich weiß, dass das sehr, sehr viel Schmerz und sehr, sehr viel Tränen kostet. Ich habe auf Instagram gefragt, welche Fragen ihr denn habt. Und bevor ich jetzt zu lange laber mit dem Intro, möchte ich sie euch gerne beantworten. Eine Sache kurz weg, bitte seid in diesem Video besonders respektvoll zueinander, zu mir, zu anderen, weil es ist wirklich ein sehr heikles Thema. Es ist etwas, was einem schon sehr wehtun kann und womit man einem auch sehr wehtun kann, wenn man das unbedingt möchte. Also es gibt natürlich auch Leute, die wollen das extra so und bei denen... stehe ich drüber, aber vielleicht ist das der ein oder andere noch nicht gewöhnt, deswegen bitte seid besonders respektvoll zueinander, das ist ein sehr sensibles Thema. Lego. Hast du vorher die Pille lange genommen? Die Pille habe ich genommen, als ich 19 war, ich glaube für 2 Jahre. Das galt nicht der Verhütung, das galt damals meinen Hormon. Ich hatte eine sehr, sehr starke Periode, ziemlich schlechte Haut, ich war sehr behaart. Und deswegen habe ich die damals genommen, ich glaube für etwa zwei Jahre und danach habe ich sie wieder abgesetzt, weil sie mir wirklich sehr starke Nebenwirkungen gemacht hat. Ich hatte wirklich dauernd schlechte Laune, mir ging es überhaupt nicht gut, ich habe super viel zugenommen und dann habe ich sie abgesetzt und mir ging es schon viel, viel besser. Deswegen habe ich die Pille vorher nicht genommen und bin dafür auch sehr, sehr dankbar, weil auch meine Frauenärztin hat dann irgendwann gefragt, hast du die Pille lange vorher genommen? Weil das davon, bis sich das alles wieder einpendelt, dauert das auch. Manchmal bei manchen Frauen sehr, sehr lange. Natürlich, ich habe auch eine Freundin, ungelogen, die hat, ich glaube, 13 Jahre oder was mit der Pille und Hormonen verhütet. Und ja, bei ihr hat es im ersten Zyklus geklappt. Also es kann beides passieren, aber ich würde es nicht befürworten, sagen wir mal so. Ich bin kein Befürworter der Pille. Ich finde, ich glaube, wenn man, oder ich weiß, wenn man sie jetzt ja erst rausbringen würde, würde sie gar keine Zulassung bekommen. Deswegen... bin ich nicht so der Fan davon, aber müsst ihr selber entscheiden. Wie viel hast du bis jetzt zugenommen? Ich freue mich sehr für dich. Also dazu kommen wir jetzt gleich nochmal, weil das hat eine andere Geschichte. Ich musste nämlich vorher schon Hormone nehmen und dadurch, dass ich sie vorher schon genommen habe, habe ich schon vorher durch die Hormone 4 Kilo zugenommen und dann ab Beginn der Schwangerschaft 10 Kilo. Also insgesamt würde ich sagen 14 Kilo, die man ordentlich in meinem Gesicht sieht, worauf mich super viele Leute angesprochen haben. Ich gehe gleich zu einer Massage, die entwässert mich noch mal ein bisschen. Ich gehe auch mittlerweile wieder zum Sport, seitdem es mir besser geht, weil ich mich einfach ein bisschen besser fühle, hier nicht die Treppen hochlaufen will, ohne dass ich mich in 10 Minuten hier hinsetzen muss, damit ich überhaupt Luft kriege. Das ist ungefähr so die Aufteilung der Gewichte, die ich bis jetzt zugenommen habe. Und es ist auch ganz normal, dass man dann als Schwangerschaft zunimmt. Das ist halt ganz wichtig, dass man sich wohl dabei fühlt. Und weil das gibst du, glaube ich, alles dem Baby auch ab. Ich rede übrigens ein bisschen schneller, damit wir auch die ganzen Fragen, weil es sind super, super viele Fragen. Falls ich sie nicht alle in diesem Video schaffe, ja, machen wir das einfach sehr gerne dann nochmal. Ihr werdet ja auch immer sehen, dass es ein Q&A für die Schwangerschaft ist. Und deswegen klickt wirklich nur drauf, wenn ihr dafür bereit seid. Wenn ihr gerade zum Beispiel auch Periode bekommen habt, es in diesem Zyklus nicht geklappt hat, dann macht es ein paar Tage später, wenn es euch ein bisschen besser geht. Was war der genaue Grund für eine Hormontherapie? Als allererstes möchte ich dazu sagen, ich habe diese Therapie wirklich gemacht. Also ich glaube, nur 1 oder 2 Personen haben mir gesagt, das war dann alles gelogen. Nein, nein. Ich habe tatsächlich eine Hormontherapie oder eine Hormonbehandlung gemacht. Ich habe mich auch ganz viel dann damit beschäftigt, weil der ein oder andere Wirkstoff mich schon so ein bisschen runtergezogen hat. Mit der Hochzeit haben wir das geplant, also wir haben nicht verhütet. Ab dem Zeitpunkt, weil wir uns sicher waren, dass wir ja, Kinder wollen. Wir wussten auch, dass es bis zu einem Jahr ungefähr dauern kann. Das war für uns nicht so das Thema. Erstens, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Zweitens, ich hatte super viele Freundinnen in meinem Umkreis. Ich glaube, 90% der Mädels wurden, oder 80% der Mädels, wurden im ersten oder bis zum dritten Zyklus schwanger. Und ich spürte, dass die ganze Zeit irgendwas nicht mit mir stimmt.
Also habe ich eine Frauenärztin gefunden, die war wirklich, also ich habe sie auf Empfehlungen gefunden und das ist die Frau Dr. Golami. Ich weiß gar nicht, ob sie, ja, ich weiß, dass sie ab und zu meine Storys guckt, aber ja, es ist Frau Dr. Golami in Köln, falls ihr da irgendwie ja, auch einen guten Frauenarzt in eurer Nähe sucht, sie ist wirklich Gold wert. Also sie ist Gold einfach. Was ich auch zu kurz zu Frauenärzten noch sagen möchte oder generell zu Ärzten. Ärzte sind nett zu euch oder schließen sie euch in ihr Herz, wenn ihr wirklich auch von eurem Herzen her nett zu denen seid. Weil das sind ja auch Menschen, ne? Und das Erste, was ich mache, wenn ich zu meiner Frauenärztin gehe, ich sage, Frau Dr. Golami, wie geht's Ihnen? Und ja, dann, ne, das ist so ein gegenseitiges Ding und auf Sympathie baut man das Ganze auf und dann kann ich mich ganz anders bei ihr fallen lassen und es ihr erzählen, was mich belastet. Und sie kann mir ganz anders, was heißt, sie würde mir ganz anders helfen, sie hat jedem Patienten so geholfen, sie hat auch einer Freundin von mir geholfen, die wirklich ja, noch mehr Probleme mit allem hatte als ich, die auch schwanger geworden ist, Gott sei Dank. Und ja, also das würde sie auch machen, aber die Art und Weise, wie sie mit mir umgeht, weil ich mit ihr umgehe, weil sie so besonders ist, ja, ist vielleicht ganz wichtig, dass ihr auch zu eurem eigenen Frauenarzt nett seid. Denn ja, das ist halt immer, das ist immer ein Bumerang im Leben, ne? Ich bin dann zu ihr gegangen, sie hat dann immer gesagt, Tara, stress dich nicht. Und sie hat mir auch erzählt, dass es ganz viele gibt, die Probleme haben und dass ich nicht im Alleingang bin. Und dass es halt manchmal solche Zyklen gibt und ich habe mir aber relativ früh schon die Tipps meiner Freundinnen angehört und sie auch, wie heißt das, wenn man die dann auch macht, genau. Weil ich sicher gehen wollte, dass ich mein Bestes gebe. Also ganz viele, und ich finde beide Weisen übrigens sehr richtig, ganz viele stressen sich erstmal nicht das erste Jahr und danach machen sie ihre bestimmten Dinge. Und ich habe das wirklich von Anfang an gemacht. Also ich habe wirklich, im ersten Zyklus habe ich eine Feigenkur gemacht. Ich schreibe euch die Kuren alle aufgelistet in die Infobox, was ihr dafür machen müsst und wozu es genau da ist. Also ich habe wirklich eine Feigenkur gemacht, die war auch sehr mühselig. Also die ganzen Kuren, die ihr mit Tees macht, die sind wirklich irgendwann sehr mühselig. Ab welchem Zyklustag ihr da anfängt und wie lange ihr das macht. Und die Feigenkur zum Beispiel ist, damit die Eizellen richtig gut reifen, dafür da. Und dafür müsst ihr dann zum Beispiel jeden Morgen und jeden Abend ungefähr eine halbe Stunde vor dem Essen, ich meine zwei oder dreimal, ich schaue mir das gleich nochmal an, weil es wirklich länger her ist, Feigen aufkochen, getrocknete und den Sud der Feigen trinken. So, das war dann, ich glaube, ich habe das ein oder zwei Zyklen gemacht. Dann habe ich eine Zwiebelkur gemacht, die allseits bekannte Zwiebelkur aus dem orientalischen Raum. Ich glaube, die kommt aus der Türkei von so einem ganz bestimmten Doktor, die auch sehr, sehr vielen geholfen hat. Ich habe die auch wieder zwei Zyklen gemacht. Leider hat mir das auch nichts gebracht. Also ich muss auch tatsächlich sagen, ich hatte dann, dadurch, dass ich mich dann auch dann die ganze Zeit nur um dieses Thema beschäftigt habe, dadurch, dass ich die ganze Zeit nur darüber nachgedacht habe, dass ich diese Tees mache und mich nicht stresse und dadurch mich dann gestresst habe, war das dann auch so, dass ich eben dann, ich habe Ovulationstests auch dazu gemacht. Also ich habe mir den Ovulationsfertilitätsmonitor gekauft von Clear Blue. Das war für mich der, ich habe auch vorher die Tests, diese einfachen Tests da probiert. Da habe ich aber nie einen Max erreicht, also nie maximale Fruchtbarkeit erreicht. Das ist auch ein komisches Thema, ne, irgendwie. Aber ja, ich habe das, dann habe ich mir diesen Monitor gekauft, weil eine Freundin von mir sehr geschwärmt hat davon und ja, jetzt habe ich ihn auch wieder weitergegeben. Also das ist jetzt kein Einmalprodukt, sondern ihr investiert zwar, ich glaube 100 Euro kostet der Spaß, aber ihr habt da lange was von, auch fürs zweite Kind eventuell, wenn ihr das möchtet oder ja, es auch einfach weiterzugeben oder es dann online bei eBay, könnte man das ja auch dann verkaufen. Genau, dann habe ich halt gesehen, dass ich einfach auch keine Eisprünge mehr hatte. Also zum Beispiel im Dezember, nada, ich hatte keinen Eisprung. Ich war so, okay. Und was mir dann irgendwann aufgefallen ist, dass ich immer, bevor ich meine Periode normal bekommen habe, also wirklich die starke Periode, habe ich gemerkt, dass ich schon Blutungen hatte. Also ich hatte schon 3-4 Tage vorher so ganz, ganz bisschen ganz dunkles Blut schon oder ganz, ja doch, das ist so dann altes Blut in meiner Unterwäsche. Und das habe ich dann meiner Frauenärztin erzählt. Sie hat dann irgendwann, sie hat immer gesagt, stress dich nicht, das wird schon. Und dann nach dem 8. Monat hat sie dann gesagt, so, jetzt ist aber sein soll, jetzt machen wir was. Boah, ich bin ganz durcheinander, weil ich auch so nervös bin. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon seit Dezember Progesteron genommen. Ich habe erstmal Uterogest genommen und danach habe ich Fermenta genommen. Aber beides ist ein körpereigenes Hormon, welches sich aufbaut in der zweiten Zyklushälfte. Das heißt, es macht die Gebärmutterschleimhaut
dick, sodass sie sich eine befruchtete Eizelle da drin einnisten kann. So, wenn du da aber diese Gebärmutterschleimhaut, wenn die dünn ist, dann nistet sich da auch schwer ein Ei rein. Und bei mir war das dann beim Ultraschall immer, wir haben dann angefangen, ja, kurz vor Eisprung und kurz nach Eisprung zu gucken, was denn überhaupt mit mir passiert per Ultraschall und per Blut. Und dann haben wir halt gesehen, dass mein Progesteron, mein Östrogen sich nicht aufbauen und ich keine guten Eier habe. Genau, also habe ich Östrogen genommen. Ich habe die ganze Zeit über übrigens auch Folio genommen oder Femibion und habe am Ende ein anderes Präparat für einen Monat nur genommen. In dem Monat hat es auch dann geklappt. Das heißt Havsund oder Havsund. Ich schreibe es euch in die Infobox. Es wird, glaube ich, eine lange, lange Infobox. Ich schreibe da nochmal alles genau detailliert rein. Und dann haben wir halt geschaut, was passiert genau mit meinen Werten. Und mein Progesteron, wie gesagt, hat sich nicht aufgebaut. Das musste ich dann immer sehr lange nehmen. Also ich musste das schon bis zum 14. Zyklustag jedes Mal dann nehmen, dann wieder absetzen. Und je nachdem musste ich es auch manchmal durchnehmen, bis ich meine Periode dann bekommen habe. Je nachdem, wie das Ei dann halt so war. Ne? Ich hatte auch Ultraschalle, da hat sie schon im Vornherein gesagt, das wird in diesem Monat wahrscheinlich eher nichts werden, weil die Eier, die bei 2 cm liegen, sind relativ unförmig und werden kein gutes Ei sein. Oder ich hatte zum Beispiel auch dann eine Behandlung eben mit Letrozol. Ist ein Medikament, welches ist dasselbe wie Clomiphen, nur dass Clomiphen eben die Gebärmutterschleimhaut dünner macht und Letrozol nicht. Letrozol wurde aber damals eben aus anderen Gründen entwickelt und das müsst ihr alles mit eurem Arzt besprechen. Das ist jetzt kein Leitfaden, den ich hier jetzt gebe oder so, sondern es ist meine Erfahrung, meine Tipps. Vielleicht sagt ihr eurem Arzt, ey, vielleicht sind wir da und da noch nicht drauf gekommen. Ich habe dann Letrozol auch genommen, immer an bestimmten Zyklustagen. Das sagt euer Arzt euch dann auch zum Beispiel von 4 bis 9 oder so, ne? Und meine Eier wurden dann manchmal viel zu groß. Ich habe dicke Eier. Aber die waren dann schon zum Beispiel über 2 cm dann drüber. Und ja, das ist dann auch kein gutes Ei. Und es war dann natürlich jedes Mal ein Moment der Verzweiflung. Weil ich mir immer dann doch noch Hoffnung gemacht habe und dann gedacht habe, komm schon. Und dann, nein, du hast wieder deine Periode bekommen. Und dieser Moment, in dem man diese Periode bekommt, ist schon wirklich ein harter. Also, ich habe, wie gesagt, viele Monate erstmal Progesteron genommen. So, ich habe dann auch gemerkt, dass ich weniger depressiv in der zweiten Hälfte, Zyklushälfte geworden bin, ne? Weil sonst war ich immer in der zweiten Hälfte wie eine Furie. Also ich habe mich manchmal nicht selbst erkannt und habe manchmal zu mir selbst gesagt, Tara, es reicht doch jetzt irgendwann mal. Aber ich konnte es nicht stoppen. Ich war wie so eine tickende Zeitbombe in der zweiten Zyklushälfte. Ganz schlimm, bis ich meine Periode bekomme. Also PMS, sein Daddy. Da ging es mir dann auf jeden Fall schon mal besser. Plus, ich habe dann noch Östrogen bekommen. Dann war ich wirklich wie auf Wolke 7. Dann fühlte ich mich auch wirklich sehr gut, auch in der zweiten Zyklushälfte. Progesteron, Östrogen. Dann haben wir angefangen, mit Letrozol zu behandeln, damit eben die Eier ein bisschen größer oder besser werden. Und das hat dann auch mit Letrozol im zweiten Monat, meine ich, geklappt. Oder im dritten Monat. Zweiten oder dritten Monat. Und was wir auch gemacht haben, ist, wir haben HCG gespritzt. Also wir haben künstlich meinen Eisprung gespritzt. Die Spritzen, sie schreibt euch dann alles auf, nur das kriegt ihr natürlich nicht einfach so irgendwo. Und sie hat mich wirklich nicht aufgegeben. Also ich habe dann auch immer gesagt, ja, aber was ist denn, wenn wir noch das machen? Dann hat sie immer gesagt, Tara, jetzt komm, wir machen immer Schritt für Schritt. Wir übertreiben nicht, weil dein Körper kann das nicht alles auf einmal stemmen. Hört auf euren Frauenarzt, seid ein Team mit eurem Frauenarzt und vertraut ihm auch, weil wir wollen immer so super viel, aber die Ärzte wissen, Piano, dann geht's. Genau, sie hat mich dann mit all dem behandelt, wie gesagt, hat immer so 2 oder 3 Mal, hat sie vor und nach dem Eisprung Blut abgenommen. Ich habe das auch selbst bezahlt. Also das ist auch nicht so, dass die Krankenversicherung da oder ja, Krankenkasse einfach dafür alles aufkommt. Sprecht da einfach mit eurem Arzt, sagt, ihr seid bereit, mehr zu geben, als eure Versicherung trägt. Und ob das geht, wenn man zum Beispiel die Laborbefunde oder weiß ich nicht, was dann übernimmt, ne? In dem Monat, in dem ich schwanger geworden bin, bin ich noch zu einer Heilpraktikerin gegangen. Ich habe damals mit Jasmin gesprochen von Madame Tamtam. Ich habe mir ihre Videos angeguckt. Sie hatte ja auch wirklich einen schweren Weg einfach dahin. Und ich finde das schön, dass Frauen einfach davon erzählen, weil ganz ehrlich, wenn man die ganze Zeit nur sieht, in 2020 war ja auch so ein Babyboom. Mein ganzer Feed war voller schwangerer Frauen. Und ich muss wirklich sagen, es geht nicht darum, dass man das anderen nicht gönnt, aber in dem Moment zweifelst du immer wieder an dir selbst und denkst, darf ich niemals Mutter werden? Werde ich nie dieses Gefühl haben?
ich möchte das auch so gerne und dein Wunsch wird und wird nicht erfüllt und du bist es selbst und mit deinem Partner zusammen und trotzdem ist man so super machtlos. Und kurz zum Partner, auch mein Partner ist zum Arzt gegangen und hat sich durchchecken lassen. Also es ist wichtig, ich glaube 40% der Männer sind teilweise oder haben kein gutes Sperma, ne? Und müssen selber dann auch noch. Mein Mann hat dann auch mit mir diese Präparate genommen. Ich habe ja Folio genommen und dann hat er immer Folio Man genommen oder ich habe dieses Harvest und genommen und dann hat er das für Männer genommen oder ich habe dann Femibion genommen, dann hat er Otomol genommen. Also es gab immer eine männliche Variante noch extra für ihn. Er raucht nicht, er macht ganz viel Sport, er ist super gesund, aber trotzdem kann es sein, dass es an ihm liegt und nicht an mir oder dass es ein Zusammenspiel von beidem ist und so weiter. Kommen wir nochmal zur Heilpraktikerin. Ich war dann in diesem Monat auch bei der Heilpraktikerin, eben weil ich sie bei Jasmin gesehen habe und sie hatte sie mir sogar rausgesucht in meiner Stadt in Hürth und hat sie mir dann auch noch empfohlen. Und zwar macht sie zum Beispiel auch eine bioidentische Hormontherapie. Darüber will ich gar nicht viel reden, weil ich das gar nicht selbst durchgemacht habe. Das sind Hormone, die man in Form von Salben aufträgt, wenn man sie eben nicht in Form von Tabletten verträgt. Aber da würde ich euch auf jeden Fall bitten, Jasmins Videos zu schauen, weil sie hat mir auch da sehr, sehr viel Mut gegeben und wie gesagt auch noch diesen Hint an etwas, es war, glaube ich, ein Zusammenspiel aus allem, was ich gemacht habe. Ich war dann bei ihr und sie legte mich auf eine Liege und sie sagte, oh, dein eines Bein ist länger als das andere und kann sein, dass das so ein bisschen die Eileiter abdrückt und ja, ich werde da einfach mal so ein bisschen ausrenken. Hat dabei mit meinem Mann gequatscht, hat das so gemacht, ne, und ja, ich habe dann von nichts gespürt, aber anscheinend waren meine Beine dann wieder gleich lang, beziehungsweise es hat dann nicht mehr meine Eileiter abgeklemmt. Wirklich eine ganz tolle Frau war das auch. Sie war auch mit in dem Monat und als ich dann im zweiten Monat bei ihr einen Termin hatte, bin ich schon an dem Morgen, habe ich positiv getestet oder den Morgen davor. Und habe schon zu ihr gesagt, ich bin schon positiv und schwanger. In dem Monat habe ich auch Boxhornklee genommen. Meine Freundin, die einen Monat vor mir schwanger geworden ist, die hat mir das empfohlen. Die hat gesagt, nimm mal Boxhornklee. Sie hat auch PCOS und wirklich auch ganz, ganz unregelmäßig ihre Tage bekommen. Und hat dann durch dieses Boxhornklee, da ist ja Prolaktin drin, das macht auch schöne Haare, schöne Haut, schöne Nägel und so weiter, bekommt ihr bei Amazon. Riecht so ein bisschen gewürzig. Kann sein, dass ihr dann beim Schwitzen auch so ein bisschen danach riecht. Das hat meine Freundin mal gehabt, aber das ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich davon noch 3 Tabletten am Abend genommen. Also ich habe dann nur noch mein Letrozol, mein Progesteron, mein Östrogen, mein HCG wurde mir ja dann gespritzt, mein Prolaktin, also in Form von Boxhornklee und ich habe dann noch meine Vitamindinger dann genommen, Vitamine mit diesem Harvest. Ein paar Monate vorher war ich auch schon noch bei einer anderen Heilpraktikerin. Die hat sich genau meine Blutwerte angeguckt, die ich beim Frauenarzt da gemacht hatte und hatte gesehen, dass mein Vitamin D-Wert auch ziemlich weit unten ist. Also Labore geben dann immer so ab, zum Beispiel, ja, 25 ist der Wert okay. Der ist ja dann auch okay, da hast du keinen Knochenzerfall, aber er ist vielleicht nicht optimal. Und deswegen hat die Heilpraktikerin damals, also eine andere war das dann, die war in Köln, die hat dann zu mir gesagt, Tara, nimm dann auch mal bitte noch Vitamin D. Sodass du ungefähr, aber da müsst ihr wirklich für Blut abgeben, weil eine Überdosierung an Vitamin D kann wirklich sehr schädlich für euch sein, genauso wie eine Unterdosierung. Ihr solltet die perfekte Mitte haben. Ich habe dann, also ich nehme jeden Tag 2000 Einheiten, ich habe vorher aber 6000 Einheiten genommen. Also es kommt immer wirklich darauf an, wie sich euer Blut verändert. Auch wirklich dann immer wieder einmal im Jahr dann durchchecken lassen, wie der Wert so ist. Puh, das war jetzt meine Hormontherapie all in. Genau. Wenn dazu noch Fragen kommen oder ihr dazu durcheinander gekommen seid, bitte liest einmal die Infobox durch. Ich werde euch da nochmal alles detailliert Schritt für Schritt aufschreiben. Auch, ich werde auch die Ärzte fragen, ob das okay ist, wenn ich sie in der Infobox verlinke und beziehungsweise reinschreibe, weil ich weiß, dass es halt einfach auch manchmal schwer zu finden ist, ne? Und es am Ende dann doch daran scheitert. Wir haben dann genau ein Jahr gebraucht. Ich bin mir sicher, dass es länger gedauert hätte, weil ich eben weil wir dann zusammen herausgefunden haben, wie durcheinander oder meine Hormone sind oder wie sie sich nicht aufbauen. Und ich muss auch tatsächlich sagen, in dem Monat, in dem ich schwanger geworden bin, habe ich auch gesagt, dass das jetzt okay ist. Also ich habe so viel geweint und ich hatte so viel Schmerz und Leid hinter mir. Ich habe jeden Monat so, so hart gekämpft dafür und habe wirklich alles gegeben. Ich bin früh schlafen gegangen. Ich habe mich nicht gestresst extra. Ich bin ganz, ganz vorsichtig die Treppe gegangen. Also ich habe wirklich
so viel gegeben, um dann am Ende des Monats wieder da zu sitzen und so zu weinen. Also ich habe teilweise auch nicht mehr mit meinem Partner gesprochen. Ich habe nur im Zimmer gesessen. Und das Schlimmste war für mich dann noch die Kamera hochheben und dann noch so tun, als wäre alles okay. Das war für mich so das Schlimmste der Welt. Und als es dann geklappt hat, hatte ich dann wirklich 2 Monate vorher nur noch gesagt, hatte ich mit YouTube ja eine Pause gemacht. Habe ich gesagt, ich mache gar nichts mehr. Und dann habe ich, glaube ich, einmal die Woche oder so nur hochgeladen. Wisst ihr noch? Das war da. Konnte ich einfach nicht mehr. Ich war wirklich am Ende meiner Kräfte. Und auch wenn es an manchen Wochenenden dann doch nicht geklappt hat, dann war wieder irgendwas. Dann hatte ich wieder ein schweres Irgendwas, was mich sehr belastet, hinter mir und konnte dann einfach nicht. Also ich konnte dann nicht schneiden, nicht drehen, nicht in die Kamera lächeln. Und so gern ich euch das sagen wollte, ging es nicht, weil ich hätte mir nicht noch mehr anhören können, weil es gibt nicht nur positive Menschen, wie ganz, ganz viele von euch, 95%. Es gibt diese 5%, die einem wirklich auf seine nicht ausgereiften Eier draufgehen. Und die so richtige Nerven einfach und die man dann nicht mehr aushält. Und deswegen habe ich das für mich behalten und auch bis zu dieser Woche einfach auch für mich behalten, weil auch meine Schwangerschaft war dann nicht ohne. Also wirklich ein Jahr. Und in dem Monat, wo es dann geklappt hat, habe ich auch in dem Griechenland-Urlaub zu meinem Mann gesagt, ich werde machen, was ich Lust habe. Weil er meinte, bist du sicher, dass wir Boot fahren sollen? Und ich so, ja klar, wir fahren heute in diesem Urlaub sogar 2x Boot. Und er meinte, meinst du vielleicht, solltest du vielleicht nicht vom Boot ins Wasser springen? Und ich so, guck, wie ich springe. Und dann habe ich Anlauf genommen, bin ins Meer gesprungen und habe mein Leben so genossen. Und ich war so glücklich und so frei und habe so, so wenig an diese schlechten Tage gedacht. Und wir waren wirklich in einem kleinen Hotel. Und da waren locker 50% der Frauen hochschwanger. Und es war so okay, weil ich habe das mit mir selbst vereinbart, dass ich jetzt mein Leben lebe und genieße und mit meinem Partner die Zweisamkeit genieße und dass nichts von all dem es gut machen wird, dass ich diese ganze Zeit so traurig war. Wisst ihr, ich habe einfach Gänsehaut, weil ich so, wenn ich an mich denke, dass ich mein Leben so verschwendet habe, also so diese Zeit so vergeudet habe, die so kostbar ist, wir haben nicht so viel davon, um nur traurig zu sein, bin ich in dem Monat schwanger geworden, in dem ich vollkommen glücklich war. Und das ist auch wirklich, ihr müsst das von eurem Herzen her, klar, ich habe immer wieder daran gedacht. Natürlich, ich habe gedacht, ja, heute ist der so und so vielte Tag, vielleicht könnte die Einnistung sein, aber okay. Dann habe ich wieder mein Buch genommen und das weitergelesen. Also ich habe mich nicht reingesteigert, ich habe nichts gegoogelt. Bitte don't google, ja, also Google ist so das Schlimmste. Ich habe ein Medikament nicht vertragen, ja, und es war Uterogest. Ich musste dann dieses Fermenta nehmen, weil ich so viel über Uterogest gelesen habe, dass es nichts bringen wird. Und ganz automatisch hat es in meinem Kopf nichts gebracht. Und am Ende hat es auch nichts gebracht. Ja, konnte dann kein Uterogest mehr nehmen. Das war für mich ganz schlimm, das zu nehmen. Mir wurde übel. Ich hatte, sehr, sehr viele Nebenwirkungen einfach davon. Und deswegen bitte, bitte googelt nichts. Ihr seid ja oft auf dieses Video gestoßen, ob ihr mich jetzt kennt oder nicht kennt, ob ihr mich jetzt Jahre verfolgt oder nicht verfolgt. Ein Tipp bitte, lasst das. Hattest du Blutungen? Ich bin in der 9. Schwangerschaftswoche und habe sie seit Mitte der 7. Schwangerschaftswoche. Ja, tatsächlich. Ich hatte Blutungen. Beim ersten Mal war auch meine Mama hier, Gott sei Dank, mit meiner Schwester. Ich glaube, es war die 8. Schwangerschaftswoche. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber dieser Moment hat mir den Boden unter meinen Füßen weggerissen. Ich bin sofort zum Frauenarzt gefahren. Ich habe so geweint, dass sie mich erstmal in den Arm genommen hat. Wirklich, ich war so, was habe ich getan? Warum ist das passiert? Und ich hatte aber schon im Kopf, dass meine Freundin das auch damals hatte, aber es war wirklich viel. Ich war so ängstlich und meine Schwester und meine Mutter waren hier in die Arme. Die hatten auch so Panik. Ich habe mein Handy mit auf den Stuhl genommen, weil als sie gesagt hat, es ist alles okay, es ist nur eine Kontaktblutung, habe ich sofort meiner Schwester geschrieben, sag Mama, oder ich habe meiner Mutter geschrieben, ich weiß nicht mehr genau, ich habe irgendjemandem geschrieben, sag denen bitte, es ist alles okay. Und das hatte ich dann wirklich auch so, dass ich auch wirklich lange liegen musste. Also in der Zeit konnte ich natürlich auch, ich habe dann ein Shellac-Video gedreht in dem Zeitpunkt und das war für mich auch, ja, dass ich hier diese Treppen komplett hochgegangen bin und so, hätte ich vielleicht dann doch darauf verzichten sollen, aber ich kam auch nicht darauf klar, dass viele mir gesagt haben, dass ich einfach an meinem Job keinen Gefallen mehr finde, beziehungsweise, dass ich, ja, dass einfach, dass ihr mir egal seid, das haben ja ganz viele geschrieben, wir sind dir egal und deswegen machst du das auch so, wie du das jetzt gerade machst und ja, das hat mir schon sehr weh getan. Deswegen habe ich dieses Shellac-Video damals gedreht, weiß ich noch ganz genau. Und dann sollte ich nochmal eine Woche liegen bleiben. Also ich durfte mich dann noch ein paar Tage nicht bewegen. Und dann ist es wieder passiert. Dann bin ich wieder dahin gefahren. Ja, war auch
wieder alles okay, Gott sei Dank. Und danach, ja, ab dann, wenn man den Mutterkuchen gesehen hat, durfte ich dann, ich glaube ab der 14. Woche, durfte ich dann mein Progesteron absetzen. Ja, sie hat gesagt, man weiß nicht, woran das liegt. Sie hat auch dann geguckt, ob das Hämatome sind und so weiter. Ich würde immer zum Frauenarzt gehen und das abklären lassen, ob das irgendwas ist. Manchmal ist es nämlich ein Hämatom und die sagen, bleibt liegen. Entweder das Hämatom wird von alleine rausgeschwemmt oder das Embryo kommt mit raus. Und deswegen ist ganz, ganz viel Bettruhe sehr, sehr wichtig in den ersten Wochen. Ja, das habe ich auch tatsächlich dann gemacht. Wie hast du es bemerkt? Hattest du Übelkeit und Erbrechen? In welcher Woche bist du? In welcher Woche möchte ich gerne noch für mich behalten, genauso wie das Geschlecht. Dazu kommen auch ein paar Fragen. Das möchte ich auch erstmal für mich behalten. Das ist etwas, was das Internet mir nicht wegnehmen kann, weil mir haben ganz, ganz viele geschrieben, man sieht, dass du schwanger bist, herzlichen Glückwunsch und so. Und ich sagte mir so, wow, ihr habt mir einfach meine Überraschung genommen. Und deswegen das ist mein Ding, okay? Das werde ich euch sagen, wenn ich das für richtig halte. Aber wie ich das bemerkt hatte, ich musste ganz dringend Pipi an dem einen Morgen nach dem Urlaub. Meine Freundin wollte mit mir dann nochmal in den Urlaub fahren. Also wir wollten dann nochmal 3-4 Tage weg. Und ich dachte mir so, oh, vielleicht hat es ja geklappt, lass mich mal testen. Ja, und dann habe ich es in dem Monat probiert. Also ich habe es in dem Monat dann getestet. Wie in den anderen Monaten davor auch manchmal. Manchmal habe ich es schon geahnt und wollte dann diesen Schmerz nicht. Aber ja, ich habe dann einfach geguckt, heute ist der, keine Ahnung, ein Tag vor meiner Periode. Könnte sein, dass es ja schon positiv ist. Und in diesem Fertilitätsmonitor zeigt er dann auch ganz klar schwanger. Ich habe erstmal diese Billigtests da gemacht und habe gesagt, das ist doch ein Streifen oder nicht? Und ich saß da so, ich mache jetzt einfach noch den Monitor. Genau, und dann hat es da geklappt. Ich hatte ab der 6., 7. bis zur 16. Schwangerschaftswoche sehr starke Übelkeit. Also ich habe teilweise so geweint, weil ich nicht mehr darauf klarkam, dass ich mich ein paar Mal am Tag übergeben habe. Ganz viele, also klar, bevor ich schwanger geworden bin, habe ich auch gesagt, lass mich 9 Monate lang durchkotzen. Es ist egal, Hauptsache ich bin schwanger. Habe ich wirklich gesagt. Würde ich auch immer noch machen. Ist natürlich keine Frage. Würde ich jederzeit immer wieder machen. Aber wenn man das einmal durchmacht und gerade in dieser Phase ist, bitte sag das nicht zu einer Schwangeren. Bitte sag das nicht zu einer schwangeren Frau, der übel ist von der Schwangerschaft. Weil das ist nochmal... Mein Mann stand immer mit den Armen ausgebreitet vor der Toilette, weil er hat mich erstmal umarmt. Ich habe erstmal so geweint jedes Mal. Morgens, bevor du isst, dann nachdem du isst. Mittags, abends, nachts. Egal. Dieser Druck, dass ich mich noch Social Media irgendwie zeigen muss. So, also ich kann ja nicht einfach sagen, ey, schreib mich mal krank, ich schlafe jetzt mal irgendwie ein paar Wochen. Ich hatte wirklich starke Übelkeit. Ja, wer mit Übelkeit zu kämpfen hat, es gibt ein Medikament, das ist leider nicht in Deutschland erhältlich. Es wird in den Krankenhäusern verwendet, aber es ist nicht in den Apotheken verfügbar. Es ist aber auch nicht verschreibungspflichtig. Es wurde einfach irgendwann rausgenommen. Ich glaube, weil es einfach super günstig ist. Ich glaube, es kostet 2 Euro oder so. Könnt ihr euch bei einer belgischen oder französischen Apotheke einfach bestellen. Das nennt sich Agurax wird es geschrieben. Das hat mir geholfen. Caribana hat mir leider nicht so viel geholfen. Auch Womex war so ein Ding. Ja, und dann in dieser Zeit, wenn es mir wirklich sehr, sehr schlecht ging, durfte ich das dann nehmen. Natürlich alles in Rücksprache mit eurer Ärztin. Wie gesagt, ich bin hier nicht ein Leitfaden für irgendjemanden, sondern ich sage euch nur meine Geschichte. Das könnt ihr mit eurem Arzt besprechen, weil der Arzt, also meine Ärztin hat dann auch ab einem bestimmten Zeitpunkt gesagt, so, und jetzt nicht für 2 Wochen, jetzt ist die Zellteilung ganz krass. Und so weiter, ne? Also da bitte immer Rücksprache halten. Es gibt übrigens noch eine Seite, die nennt sich Embryotox. Da könnt ihr das Arzneimittel eingeben und dann könnt ihr sehen, welches Arzneimittel nichts ist davon gut. Wenn ihr aber am Boden seid, dann wollt ihr irgendwas, was euch ein bisschen hilft. Welches dem Baby nicht schadet, auf natürlich wissenschaftlichen Studien oder es ist von der Charité Berlin, diese Seite. Und deswegen könnt ihr da mal gucken. Und danach noch euren Arzt bitte fragen. Also ich habe dann immer meine Ärztin angerufen. Ich weiß nicht, wie sie mich aushält, weil ich habe sie so genervt. War es eine künstliche Befruchtung oder nur Hormontherapie zur Unterstützung? Das habe ich ja dann auch gerade erzählt. Also ich hatte noch keine künstliche Befruchtung, aber es wäre sicherlich... dann vielleicht im zweiten Jahr der nächste Schritt gewesen. Ganz viele freuen sich auch sehr und sagen mir, dass ich eine tolle Mutter werde. Und ihr wisst nicht, wie oft ich dafür geweint habe, wenn ich dann gelesen habe, was ihr mir dann sagt. Und das... danke auf jeden Fall dafür. Ich habe so krassen Haarausfall. Hast du eine Empfehlung für mich? Ehrlich gesagt, ich habe am Anfang der Schwangerschaft krassen Haarausfall gehabt. Mittlerweile hat sich das bei mir alles eingependelt. Lasst einfach die Hormone... das Regeln, stress dich nicht, du hast ein Wunder in dir, das
nicht nur ein Mensch wird erschaffen, sondern auch noch ein weiteres Organ wie die Plazenta. Das ist einfach viel Kraft, was der Körper braucht. Und deswegen ist es einfach so, wie es gerade ist. Man nimmt zu, man hat Wasser im Körper, man hat Haarausfall, man kriegt Pickel. Ich hatte hier im Hals alles voll. Ich hatte hier wie eine Art Neurodermitis. Meine ganze Haut hat sich aufgepellt. Ich konnte teilweise nicht reden, weil es so gespannt hat. Ja, der Körper braucht einfach gerade sehr, sehr viel von euch. Was das Kinderzimmer wird und so weiter, werde ich euch dann immer in meinen Vlogs zeigen. Und ja, wenn ihr wollt, auch das eine oder andere, was ich dann kaufe oder dekoriere. Mir fällt es tatsächlich schwer, weil ich, wie gesagt, keinem wehtun will und mir das wehgetan hat. Ja, ich hoffe, ich werde da eine gute Mitte finden. Wann immer es euch zu viel wird, bitte einfach, klickt einfach ein paar Minuten weiter und sagt mir Bescheid. Ich werde so wenig versuchen wie möglich, aber es ist auch Teil meines Lebens. Das Ding ist, ich vlogge ja den ganzen verdammten Tag. Ja, und wenn ich zum Beispiel das Zimmer einrichte oder irgendwas kaufe, wie was anderes. Also wenn ich jetzt ein Buch kaufe, zeige ich euch das ja auch. Vielleicht mache ich das dann so aus Routine oder immer, wenn ich darüber rede oder wenn mich jemand darauf anspricht oder so, dann wirklich, wenn da jemand noch am Tisch ist, der noch nicht schwanger geworden ist und es probiert oder... Dann bin ich so leise und zurückhaltend und rede nicht so viel, weil ich weiß, es ist ein Glück, was ich auch ruhig teilen darf und wofür ich auch bei anderen nichts kann und so, aber das ist was anderes. Es ist ein anderer Schmerz und das fühlen nur Frauen, die dabei sind oder die dabei waren oder die das mal hatten. Mir hat auch eine geschrieben, dass sie das auch 3 Jahre hatte und auch bis heute noch sehr, sehr dankbar ist und dass sie auch auf die Gefühle anderer dafür achtet. Und es ist so was anderes. Das empfinden nur Frauen, die das Gleiche durchmachen. Hattest du wegen des Kinderwunsches Angst, dich impfen zu lassen und welcher Impfstoff? Also ich habe mich impfen lassen mit vor der Schwangerschaft, Gott sei Dank. Ich hätte es nicht in der Schwangerschaft, glaube ich, gemacht. Ich weiß nicht warum, obwohl ich habe auch meine beste Freundin hat es in der Schwangerschaft gemacht. Sie fühlt sich absolut gut dabei. Wenn du denkst, dass du das wie beim Progesteron, beim Uterogest, wenn du denkst, dass es dich krank machen wird, dann wird es dich auch krank machen, ja? Wenn du, gestern Abend hatte ich Halskratzen, ich wusste, heute Morgen wache ich auf, ich bin gesund. Und so ist es auch passiert. Aber wenn ich weiß, oh mein Gott, heute Morgen wache ich auf, ich bin todeskrank, bin ich auch krank. Deswegen, ich weiß, es ist ein Impfstoff, ich weiß, es ist kein Placebo, aber ich glaube, dass die Gedanken, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass die Gedanken eine große Rolle spielen. Ich habe mich vor der Schwangerschaft mit BioNTech impfen lassen und das war auch alles okay. Es gibt ja auch Impfungen, die man noch in der Schwangerschaft machen kann, wie zum Beispiel die Influenza oder die, wie heißt das, wenn man so hustet, Keuchhusten und so weiter, kann man auch alles noch machen, ne? Das müsst ihr dann für euch selbst entscheiden, was ihr macht. Welche Skincare benutzt du, weil vieles ist ja nicht mehr erlaubt. Also, ja, dazu werde ich euch, glaube ich, nochmal in meine Vlogs mitnehmen, weil das, glaube ich, so ein bisschen ausartet, aber ich nehme ganz viel Organics, also gerade Cora Organics, die Gesichtscreme davon, Caudalie habe ich auch 98%, glaube ich, natürlichen Ursprungs. Cora Organics ist 100% natürlich ein Ursprungs, da ist wirklich nichts anderes drin. Ja, das ist, was ich jetzt gerade nehme, also ganz viel halt wirklich Naturkosmetik, wirklich 100% Naturkosmetik oder halt 98%, weil da jetzt zum Beispiel ein Farbstoff drin ist. Wie war es für dich zu wissen, es als Influencerin irgendwann teilen zu müssen? Viel Glück und Gesundheit, Dankeschön. Ich habe mich ehrlich gesagt sehr, sehr darauf gefreut. Als ich gerade schwanger geworden bin, habe ich auch noch einige Reels gedreht, da ging es mir, wie gesagt, die ersten 1,5 Wochen noch gut. Ich war nur sehr, sehr müde, aber ansonsten ging es mir gut. Danach, als ich halt zugenommen habe und gesagt habe, dass ich jetzt nicht drehen kann und mir übel war und so, ne? Und dass die Leute natürlich dann alle mich, die Leute haben mich nicht mehr nur gefragt, sie haben mich schon beglückwünscht. Und das fand ich nicht so cool. Da war ich eher so, hätte nicht sein müssen. Übelkeit. Leute, nachdem die Übelkeit besser geworden, also mir ist immer noch jeden Tag übel. Ich habe diese Übelkeit immer noch nicht überwunden. Und meine Mama war wirklich auch ganz schlimm dran da, damals, die Arme. Die hat wirklich immer an der Infusion gehangen, weil die wirklich nichts mehr behalten hat. Also bei mir war es dann auch irgendwann so, dass ein Schluck Wasser, alles wieder raus, wenn ich darüber nachdenke. Ich habe alles ganz, ganz extrem gerochen. Wenn der Nachbar Parfum aufgetragen hat, habe ich mich hier übergeben. Also es war wirklich, wirklich eine andere Liga von Bewusstsein, die du hast. Also mein Mann hat unten, ich lag im Bett oben, der hat unten Gurken geschnitten. Ich habe mich übergeben oben. Dieser Geruch von Gurken war so penetrant. Duschgels ohne Parfums, keine Deos mit Parfums, nichts, keine Parfums, generell nichts, nichts, was gerochen hat, kein Wäscheparfum, nichts. Wenn ich darüber nachdenke, ich muss immer noch viel würgen. Gott sei Dank übergebe ich mich jetzt seit zwei Wochen nicht mehr so. Da ich auch Südländerin bin, wollte ich fragen, ob du eventuell erhöhte männliche Hormone hast. Nein, die hatte ich nicht. Ich hatte da zu wenig Östrogene. Ich hatte vom Progesteron so ein paar Nebenwirkungen,
aber vom Östrogen nichts, auch nicht vom Letrozol. Ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, dass ich irgendwie euch helfen konnte. Wie gesagt, es steht alles nochmal aufgelistet in der Infobox. Teilt es mit euren Freundinnen, wenn sie auch Probleme damit haben. Oder teilt es mit ihnen sowieso, falls irgendjemand anderes mal Probleme damit hat. Weil ich glaube, dass ich vielleicht dem einen oder anderen damit helfen konnte. Versucht die Dinge einfach. Nimmt dieses nicht so super leicht auf die Schulter, aber übertreibt auch nicht. Findet so eine ordentliche Balance. Ich saß wirklich an manchen Tagen da. Ich habe einfach jeden von mich weggestoßen. Ich habe nur geweint. Und am Ende hat es mir nichts gebracht. Aber klar, man soll seine Trauer ausleben. Man soll sich da fallen lassen. Ich bin dann auch ganz viel spazieren gegangen und habe mich dann auch einfach mit anderen Dingen beschäftigt, wisst ihr? Und ich hoffe sehr, dass ich von jedem Einzelnen von euch hören werde, dass es geklappt hat, der sich's wünscht. Und was ich euch auch sehr, sehr bitte am Ende dieses Videos, bitte, 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 fragt niemanden danach. Es geht euch einfach einen feuchten Furz an. Ob jemand schwanger ist, ob er schwanger werden will, ob er Kinder plant oder. Ihr wisst nicht, was ich mir für Nachrichten angehört habe, in dem Moment, in dem ich gerade meine Periode bekommen habe. Gerade eine schlechte Nachricht vom Arzt bekommen habe. Es ist so schmerzhaft. Und deswegen, ich bekomme diese Nachricht schon, seit ich verheiratet bin. Wirklich seit dem Tag, an dem ich geheiratet habe, heißt es, Tara, du bist schwanger. Und ich denke mir so, what the fuck? Wir haben noch nicht mal angefangen. Behaltet es für euch. Jemand, der das euch sagen möchte, wird es euch schon früh genug sagen. Aber sonst ist es halt nicht, geht dich gar nichts an. Es geht dich einfach nichts an. Es ist der Uterus einer anderen Frau. Es sind die Tränen, Emotionen, das Leiden, das Glück, die Freude einer anderen Frau, die sie erstmal für sich alleine ausmacht, bevor sie es jemand anderem erzählt. Wenn sie bereit ist, wird sie es dir sagen. Wenn nicht, wird es trotzdem nicht dein Business sein. Deswegen lass die Frauen bitte damit in Ruhe. Setz sie nicht so unter Druck, dieses immer unter Druck setzen. Man muss, man muss, man muss, man muss. No, keiner muss, okay? Niemand muss. Deswegen, ja, frag keinen danach. Ich habe auch Frauen. Eine hat mir geschrieben, dass sie gerade bei einer Ausschabung war und auf dem Rückweg hat sie eine Freundin getroffen und die hat sie gefragt, und wie sieht's aus mit einer Kinderplanung? Ihr könnt die fiesesten Momente haben. Ihr könnt den Menschen so weh tun, ohne dass ihr es wisst. Ich weiß, es meinen ganz viele nicht so. Ich habe es auch nie so gemeint, wenn ich gefragt habe. Ich habe auch mal gefragt. Ich war auch mal eine der Leute, die gesagt haben, und planst du Kinder? Wie viele willst du haben? Willst du direkt anfangen? Da hätte die Person zu mir sagen wollen, willst du dich direkt mit in unser Bett legen? Also, es geht einen einfach nichts an. Und deswegen bitte ich euch wirklich von Herzen, es kann jemandem sehr, sehr wehtun. Frag nicht danach. Okay, jetzt werde ich aufhören zu labern. Wie gesagt, schreibt mir gerne nochmal in die Kommentare. Wenn es nochmal was gibt, was ich nochmal aufgreifen sollte, werde ich das auf jeden Fall dann nochmal tun. Und ich schreibe nochmal alles detailliert in die Infobox. Ich wünsche euch einen wundervollen Mittwoch. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann am Montag zu einem Vlog wieder. Ich freue mich sehr. I love you. Bye, bye.